Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 3. Ja, endlich geht's weiter nach einer langen Pause. Allerdings muss ich diesmal sagen, ist die Pause ein bisschen technisch bedingt gewesen, weil ich ein paar Probleme mit dem Computer hatte und ich bei Dark Souls 3, dementsprechend Dark Souls 3 erstmal zurückgesetzt habe, weil ich einfach verhindern wollte, dass mir da irgendwie der Rechner am Ende abschmiert und ja. Das wäre in der Aufnahme sehr blöd gewesen und da das Ganze ja blind ist, wollte ich auch nicht, dass ich, beziehungsweise konnte ich ja die Folge schlecht nochmal neu aufnehmen, dann wie ich es zum Beispiel bei Witcher 3 ja machen kann. Deswegen habe ich das erstmal auf Pause gesetzt, damit das auch alles weitergeht. So, wir sind immer noch hier im Kerker und ihr seht schon, ich habe mich wieder für mein Ultra-Großschwert entschieden, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so cool das Ding ist, es ist eine einzigartige Waffe und es hat ein cooles Set, aber ich mag es irgendwie nicht. Also was heißt, ich mag es nicht? Der Move ist ganz cool, den man damit machen kann, aber ich glaube, der bringt mir hier in den wenigsten Fällen wirklich was. Ich glaube, da nehme ich lieber das schwere Astora-Großschwert. Vorteil ist, das ist nicht nur leichter, das macht auch noch mehr Schaden, weil es schon auf plus 5 ist. Deswegen denke ich, ist das am sinnvollsten. Ich habe mir dann noch hier wieder den Langbogen draufgelegt. Den brauche ich ja für die eine Stelle vom letzten Mal. Ich hoffe, ich erinnere mich daran. Da, wo dann drei von diesen Typen sitzen. Und ich habe anstatt des Geschicklichkeitsrings, den ich ja jetzt für das Großschwert nicht mehr brauche, weil das ja jetzt, ich hatte das doch jetzt auf Stärke gemacht, ne? Genau, weil das ja jetzt mit Stärke skaliert, habe ich das jetzt einfach genommen. Ich habe jetzt noch keinen sinnvollen Ring gefunden. Ich hätte natürlich diesen Ring nehmen können, der mir wieder das menschliche Aussehen gibt. Allerdings muss ich dazu auch noch was sagen, bevor wir loslegen. Ich habe mich entschieden, was ich machen will. Und zwar denke ich, dass ich nicht der Herr der Untoten werden will. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, gerade wenn ich an Dark Souls 2 zurückdenke, da haben wir uns die ganze Zeit damit, oder haben wir die ganze Zeit damit verbracht, diesen Fluch zu brechen und jetzt soll ich den Fluch wieder quasi über die Welt bringen. Nee, danke, das machen wir dann doch nicht, dann machen wir lieber das andere. Und, oder, es gibt ja wohl mehrere Sachen, so wie ich das verstanden habe. Und, ich werde dann bei nächster Gelegenheit sowieso mein menschliches Aussehen wieder zurückholen. Das heißt, ich werde die Aushöhlung umkehren bei der einen, Hüterin. Und ich hoffe mal ganz einfach, dass mir das nicht die komplette Questreihe mit Anri jetzt verdirbt, aber lebt der Typ? Ich glaube nicht. Dass mir das jetzt einfach die komplette Questreihe verdirbt. Ich hoffe mal einfach, dass ich trotzdem die prinzipielle Quest mit Anri fertig machen kann. Und ja, dann sehen wir weiter. Das aber nur so viel dazu. Ich denke, das ist das, was mir am liebsten gefallen würde. Und vor allem möchte ich auch nicht diesen einen Typen. Ich weiß noch nicht, ob es ein Arschloch ist, dieser eine Magier. Wenn er ein Arschloch ist, kann ich ihn ja immer noch umbringen, aber ich will ihn nicht umbringen, weil ich muss ich ganz ehrlich sagen. So. Schön ist, ich kann den Bogen auch benutzen jetzt wieder. Und das Ding ist ja, wir haben ja beim letzten... Ich dachte, wir haben diesen Schlüssel beim letzten Mal gefunden, oder nicht? Von dem Ausbruchstypen da. Gefängnisschlüssel. Genau, da, des Ausbrechers. Schlüssel zu versperrten Fenster des Kerkers von Irithiel. Okay, das scheint nicht das zu sein. Na gut. Von mir aus. Dann gucken wir mal, wie wir jetzt mit dem Schwert hier langkommen. So, ich muss immer noch auf dieses Giftgas aufpassen natürlich. Also was heißt, es ist ja irgendwie kein richtiges Giftgas. Das verdirbt mir ja nur meine Gesundheit. Was ziemlich nervig ist, muss ich ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas gegen machen kann. Weil das Problem ist, selbst wenn die sich jetzt nach einer Weile wieder auffüllt, verliere ich diesen Rest des Lebens. Das finde ich nicht ganz so geil. Wenn mir das mehrfach passiert, ist das nicht ganz so gut. So, ich muss mal schauen. Oh, da wäre ein Estes dabei gewesen. Sieh mal einer an. Ich muss mal schauen, wofür der Schlüssel des Ausbrechers dann jetzt eigentlich funktioniert. Ich hatte jetzt... Schon wieder ein Estes. Vielleicht sollte ich die Dinger einfach mal benutzen dann. So, hier gleich um die Ecke war einer von den Typen. Huch, es hat mich doch getroffen, verdammt. Ich wollte mich jetzt eigentlich so ganz clever hier hinstellen. Und den einfach abschießen. Dann habe ich das Problem nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen... Warum hat er mich hier schon wieder mit seinem Scheiß getroffen? Naja, was soll's.
Ich gehe lieber nicht nah ran. Ich mache den jetzt von hier fertig, ganz ehrlich. So. Das ist sicherer einfach. Okay, jetzt müssen wir kurz warten, bis er wieder zurückkommt. Muss ganz ehrlich sagen, das ist mir jetzt die sicherere Variante. Er verringert jetzt zwar mein Leben wieder. Wie weit kann der das eigentlich? Kann der das ewig? Kann der es theoretisch unendlich weit verringern? Sodass ich theoretisch davon sterbe? Also ich weiß, beim letzten Mal bin ich ziemlich daran verreckt. Aber da haben die Typen mich auch nebenbei noch angegriffen. Deswegen bin ich mir da jetzt nicht 100% sicher, um ehrlich zu sein. So, und ich weiß nicht, ob die jetzt auch gleich wieder aufstehen. Schon allein, weil die mir Estes geben könnten, kann ich die ja mal umbringen, ne? Ist das wenigstens ein One-Hit? Jawohl. Kann ich sie so wenigstens umbringen? Nee, das war kein Estes. Komisch. Ich hatte gerade wieder dieses Gelbe bekommen, aber es war kein Estes. Na gut. Wir gucken mal, wir gucken mal. Ich glaube, unten war ich ja auch mal ganz kurz verreckt, ne? Bei diesem einen Glubbelvieh. Habe ich die Fackel noch? Ja. Aber für irgendwas braucht man diesen Schlüssel doch sicher, oder? Irgendwo muss ich den doch einsetzen. Das ist natürlich das Problem, dass ich jetzt eine Weile wieder nichts... Also, es war nur die Kette. Eine Weile wieder nichts gemacht habe. Da unten war einer von denen, ne? Wo steht er denn? War der nicht hier unten? Ja, da. Na komm. Zack. Und umhauen. So. Und die Typen konnte man ja sehr gut mit den Pfeilen abschießen, ne? Ohne dass man Probleme bekam. So, ich meine hier unten war nicht... Da sah es schon wieder so aus, als hätte ich ein Estes gekriegt. Aber irgendwie habe ich keinen gekriegt. Hm, wer weiß. Und nach der Aktion muss ich mir dann wahrscheinlich auch mal... Moment, ich will mir jetzt aber ganz ehrlich gegen die nicht alle Pfeile verbrauchen. Ich kann sie sowieso so one-hitten. Das sieht immer so aus, als würde ich ein Estes kriegen. Weil... Kann ich das Ding jetzt öffnen? Nee, das ist alles verschlossen. Wozu ist dieser Schlüssel gut? Ich dachte, genau das öffnet der mir jetzt. Ich denke jedes Mal, ich kriege hier ein Estes, aber irgendwie kriege ich keinen. Das ist echt seltsam. Toll. Die sind alle immer noch verschlossen. Da bringt mir der Ausbrecherschlüssel überhaupt nichts. Und hier hinten war nur dieses Vieh, das mich voll Maden setzt, ne? Oh. Zack. Ich weiß nicht, ob da noch was drin war. In dem Gefängnis, weil ich bin ja bei dem einmal verreckt, das weiß ich noch. Deswegen könnte man ja eigentlich gucken, ob ich den diesmal besiegt kriege. Das wäre vielleicht gar nicht mal so blöde Idee. Na komm her, Kumpel. Wow. Ach, come on. Ich mach den Stich, glaube ich. Das ist am besten. Damit komme ich am besten. Aber ich kann ihn nicht unterbrechen in seinen blöden Movements. Aber diesmal kriege ich dich, Kumpel. Ganz ruhig. Diesmal finde ich auch die Treppe hoffentlich. Nee, tue ich nicht. So, aber diesmal habe ich dich besiegt. Ah, guck mal. Großer Zauberschild kriegen wir zumindest. Hat sich das doch zumindest nochmal gelohnt, hier runterzukommen. Und vielleicht finden wir auch noch irgendwas in dem Teil da unten. Nee, ansonsten ist hier nichts mehr drin. Okay, aber dann weiß ich immer noch nicht genau, wofür dieser Schlüssel ist. Ich dachte jetzt, ich könnte mit diesem Schlüssel diese ganzen verschlossenen Teile hier öffnen. Aber irgendwie ist dem nicht so. Ich frage mich aber dann, wie man die öffnet. Gibt es hier irgendwo einen Hebel? Wow, da ist ja noch einer. So. Ach, warte mal, jetzt weiß ich, warum das gelb geleuchtet hat. Ich bin blöd, weil ich ja diesen Ring anhab, verdammt. Ich hab doch den Ring an jetzt.
der mir für jeden getöteten Gegner ein bisschen Lebensenergie wieder zurückgibt. Deswegen leuchtet das jedes Mal so gelb, als wenn ich ein Estus bekomme. Ja, denk halt wenigstens an das Zeug, was du angelegt hast. Uaha! Nicht du schon wieder. Dich habe ich ja irgendwie gar keinen Bock, um ehrlich zu sein. Ich glaube, den haue ich ganz schnell einfach um jetzt. Oh nein, jetzt kriege ich den nicht mal richtig. Ist halt super nervig, wenn man die nicht richtig umhauen kann, ne? Ich glaube, das ist nur eine... wieso konnte ich da jetzt nichts machen? Boah, ich hasse diese Viecher. Die sind echt schlimm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die sind echt widerlich. Ah, jetzt brauche ich wenigstens nicht nochmal runtergehen. Jetzt gehe ich gleich über die Brücke. Also die sind echt widerlich, weil da kannst du machen, was du kannst ja nichts dagegen machen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das stört mich ja schon ein bisschen. Ich glaube fast, ich nehme mal eine Glut, damit ich ein bisschen mehr habe. Weil... Also sorry, wenn ich das so sage, aber die sind ja richtig widerlich, die Typen. Kannst ja nichts gegen machen. So, das Schwert. Und ihn umhauen. Komm. Kann ich ihn nicht umhauen? Und wieso bin ich jetzt auf einmal... Ist das ein Nebeneffekt? Scheinbar. Ich kann mich nicht hinsetzen, okay. Ich gehe mal ganz kurz weg, ganz ehrlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will meine Glut nämlich nicht verschwenden jetzt. Also ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, die sind echt widerlich. Oh nein, oh nein. Jetzt kommt noch ein... ich glaube, das war geschrieben worden, ne? Okay, dann kümmere ich mich erstmal um den, sonst kann ich mich ja nicht ans Bonfire setzen. Ja, das war jetzt natürlich clever. Ganz ruhig, Kumpel. Ich habe bloß blöderweise keine Möglichkeit, so weit nach hinten zu gehen. Aber der ist zum Glück ein NPC und damit nicht sonderlich clever. Und ich habe ihn besiegt. Gut. Murakumo. Sehr gut, ein Murakumo. Das ist dann wahrscheinlich eine Geschickwaffe. So, warte mal. Murakumo. Na, wohl, beides. Aber skaliert besser mit Geschick. Gekrümmtes Großschwert von Alva, dem Sucher der Ausgestoßenen, wurde in den östlichen Landen geschmiedet. Es effektiv zu führen erfordert Kraft und Geschick. Alvas Suche endete nie und so gewöhnte sich der wandernde Ritter an das völlig deformierte Schwert. Fertigkeit Wirbelhieb. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich mit denen mache, weiß ich halt echt noch gar nicht. Weil, ich meine, man kann die nicht im Fernkampf bekämpfen, da kriegen die das trotzdem hin. Man kann die nicht im Nahkampf bekämpfen, wenn man Pech hat. Also wenn man zu langsam ist, kriegt man das nicht hin, die richtig im Nahkampf zu bekämpfen. Und man verliert immer was. Oh, verdammt, irgendwas kam von hinten. Also ganz ehrlich, ich dachte, irgendwas wäre von hinten jetzt gekommen. Also ganz ehrlich, ich muss mal sagen, du kannst machen, was du willst. Die werden das immer verringern. Irgendwas bewegt sich doch hier. Na gut, was soll's. Und ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht die Glut... Vielleicht sollte ich warten, bis ich die Typen erledige. Sag mal, was ist das denn, was sich jetzt hier so bewegt? Ist das das Vieh unten? Ah ja. Das unten hat mich irgendwie bewegt, damit ich jetzt die Energie trotzdem zurückkriege. Ja gut, der unten kommt ja nicht ran. So, dann brauche ich nämlich keine Estes jetzt gleich. Wie viel heilt das? Naja, nicht sonderlich viel. Ist mehr ein Tropfen auf dem heißen Stein, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht, wahrscheinlich gibt es irgendeine Möglichkeit, die so deren Fähigkeit zu umgehen. Ich habe sie noch nicht gefunden. Oh, da kommt ein zweiter. Jetzt wird's gefährlich. Hit and Run, würde ich fast sagen, ist wahrscheinlich das Beste. Nee, die treffen halt trotzdem. Das ist halt total übertrieben. Ich bin ja schon weg gewesen, die treffen mich halt trotzdem.
Und mit so wenig Leben ist es halt echt schwer, so jemanden zu bekämpfen, ne? Ich will mich jetzt nicht ans Bonfire setzen, aber jetzt habe ich sie zumindest getrennt. Das ist ja schon mal eine gute Sache. So, und jetzt Hit and Run. Beziehungsweise, wenn es einer ist, kann ich den ja schnell umhauen. So, tschüss. Gut, jetzt bleibt da vorne nur noch einer und diese ganzen Typen. Die locke ich mal ganz kurz an. Komm schon her, verdammt. Wirklich viel bringt dieser Ring halt auch nicht, ne? Das ist das Problem. Ja, klasse. Und der ist noch nicht mal tot. Und jetzt kommt wieder das Giftgas. Aber manchmal verfolgt das einen und manchmal auch nicht, das Giftgas. Also so, dass man weggeht, aber trotzdem getroffen wird. Mist, das war zu weit. Jetzt aber. Ach, komm schon. Ich habe ihn voll in den Schritt getroffen. Ich will halt jetzt nicht noch sinnlos was an dem verlieren, um ehrlich zu sein. So, weißt du was? Ich mach mal ganz schnell den noch. Natürlich. Und dann wieder ganz schnell auf den anderen. So, dann los. Ah, verdammt, der ist hier gar nicht. Wieder weg, wieder weg, wieder weg. Ich hoffe mal, der macht jetzt nicht diesen Verfolgungszauber, wo ich trotzdem was verliere. Scheinbar nicht, okay. Erstmal den einen aus Versehen. Ich dachte halt, okay, erster Gegner, den ich sehe, auf den geht das jetzt. So, umfallen und sterben bitte. Gut. Also, die sind wirklich schlimm, muss ich sagen. Vor allem, wenn die in mehreren auftauchen. Jetzt weiß ich blöderweise nicht mehr, was das war. Was hier so schreit, um ehrlich zu sein. Und da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss jetzt vor. Ach doch, das warst du da. Oder? Voll in den Kopf. Kommt er jetzt? Ja, okay. Sehr gut. Also ich glaube, man muss einfach wirklich, zumindest war der gerade auch einfach schnell draufgerannt. Sag mal, willst du mich verarschen, Junge? Ich darf halt echt nicht zu viele, aber das ist scheinbar doch nicht der, der schreit. Mist, daneben. Jetzt macht er, okay, er hat was gehört und macht seinen Dingensangriff. Okay, ganz kurz mal so. Kommt jetzt was? Ich weiß halt gar nicht mehr, was da drin saß, um ehrlich zu sein. Okay, schnell hinten auf den. Okay, wenn er liegt, scheint das aber nicht zu klappen, oder wie? Zack. Damit fühle ich mich sogar wieder einen Ticken auf. Was war denn das nochmal, was hier so geschrien hat? War das dieses komische Vieh, das ich das letzte Mal mit den Pfeilen fertig gemacht habe? Nee, das hockt immer noch da, dieser komische Affe. Ach, ist hier vielleicht wieder irgendwas Unsichtbares? Irgendwas schreit halt mega. Vielleicht ist es auch einfach unten. Das kann natürlich auch sein. So, um den Affen muss ich mich aber jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal kümmern. Ich habe keine Ahnung, was der eigentlich macht. So, da vorne waren wir, glaube ich, auch schon, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Jetzt kam der Punkt, wo ich dann die letzte Folge verreckt bin. Gut, dass wir fast die Gänse wieder dafür gebraucht haben, um überhaupt wieder hierher zu kommen. Das war nämlich hier die Stelle, wo ich dachte, es sind zwei Gegner und es sind halt einfach drei. Die halt einfach mal mega übertrieben ist, meiner Meinung nach. Natürlich. Ich weiß nicht, wahrscheinlich geht da auch am besten Hit and Run, ne? Ach, come on. Kann ich dem ausweichen? Ist blöd, dass man seine Pfeile danach auch nicht mehr aufheben kann.
Also ich weiß, da ist noch ein, einer sitzt noch ganz unten, direkt unter mir. Und einer ist noch irgendwo. Das waren nämlich drei, das weiß ich genau. Ich meine, ich hätte es zwar auch nicht gegen die zwei geschafft, das gebe ich zu, aber... drei ist dann doch noch ein Unterschied. So, und Hit and Run. So, das war Nummer eins. Jetzt warten wir kurz, bis ich mich wieder regeneriert habe. Da ist der andere. Dann kümmere ich mich nämlich als nächstes um den. Und dann um den unter uns. Und dann hoffe ich, dass ich nicht verrecke und den Rest auch noch irgendwie schaffe. Ehrlich? Willst du mich verarschen? Ich sehe dich ganz genau. Vor allem, was bewacht der da überhaupt? Es ergibt null Sinn, dass da überhaupt einer steht, mit diesem in dieser Richtung guckend. Okay, er kommt. Jetzt hat er natürlich seinen Zauber wahrscheinlich schon aktiviert. Das heißt, ich werde wieder ein bisschen was verlieren, aber okay. Nicht so wild, ich hau ihn um. So, okay, jetzt werde ich gleich ein Estus brauchen und dann kümmere ich mich um den hier unten. Da mache ich einfach einen Plunge. Also da müsste jetzt eine Plunge-Attack ja theoretisch gehen. Alles viel zu kompliziert mit diesen Viechern, ganz ehrlich. So. Kann ich den nicht irgendwie anvisieren? Das würde es halt einfacher machen. Dann wüsste ich, dass ich treffe. Okay, so geht's auch. So. Jetzt wird's, glaube ich, interessant. Ah, guck mal. Es greift an. Ich wusste es so. Ich gehe mal schnell hoch. Ich habe keine Lust, hier unten in so einem engen Raum zu kämpfen. Sondern dann lieber hier oben. Alter, was bist du denn hässliches? Und es ätzt auch noch. Es ätzt rum. Kommt's hoch? Findet's die Treppe? Ist es zu blöd dafür? Kann ich es wenigstens mal anvisieren? Okay, komm mal her, Kumpel. Komm mal her. Dann mache ich eine schöne Plunge-Attack. Ja, komm. Put, 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 put. Ah, es hält gar nicht so viel aus. Okay. Ich hatte jetzt ein bisschen mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Es sah schon, aber es war nicht das, was geschrien hat. Okay. So, was kriegen wir hier? Simpler Edelstein. Das war irgendwas für die Waffen. Du lebst. Habe ich mir fast gedacht. Boom. Ich wusste auch. Erstmal sicherheitshalber noch nach rechts gucken. Kann nie schaden. So, okay. Da haben wir... Diese Echse ist bestimmt eine Falle. Da wette ich drauf. Jetzt erstmal gucken, ob ich das Ding hier öffnen kann. Natürlich nicht von dieser Seite. Diese Echse ist mit 100%iger Sicherheit eine Falle. Dahinter kommt nämlich direkt was. Ich lasse die jetzt einfach mal laufen. Okay, ich hätte sie nicht laufen lassen müssen. Okay. Ui. Ja, okay, es war doch eine Falle. Ich wollte nämlich sagen, also, ich muss ganz ehrlich sagen, dann habe ich diese Echse lieber nicht. Aber bin noch am Leben. Warum hat das jetzt so viel mehr Schaden gemacht? Macht man mehr Schaden auf den Kopf oder was? Okay, das ist auf jeden Fall das Vieh, das schreit. Ich gucke mich aber erstmal hier weiter um. Okay, hier geht's wieder raus. Kann ich das Vieh... Wofür war denn jetzt aber dieser Schlüssel? Kann ich das Vieh befreien und bekämpfen? Ja. Dann gibt's mir wahrscheinlich auch wieder irgendwas. Oh, wollte schon sagen, ich kann es gar nicht anvisieren. Doch, kann ich. Jo, dieser normale macht wesentlich mehr als der Sprungangriff gerade. Wahrscheinlich, weil ich den Kopf treffe. Okay, es hat mir jetzt aber irgendwie nichts gebracht. Na gut, ich hätte es jetzt irgendwie erwartet, muss ich sagen, aber...
Naja, wir sind raus. Ich hoffe, jetzt kommt ein Bonfire, um ehrlich zu sein. Weil nochmal will ich diesen ganzen Müll eigentlich nicht machen. Vor allem, wenn hier schnell ein Bonfire käme, da vorne kommt wieder ein Gegner, dann könnte ich mir auch den Lizard, zwei Gegner, könnte ich mir auch den Lizard holen. Ohne Probleme. Oh, natürlich haben die noch Ach, na klar. Haben die noch Armbrüste. Jetzt musst du da schon hier hochkommen, mein Freund. Ich sag's ganz ehrlich, die ziehe ich lieber auseinander. Hier waren jetzt so viele böse Gegner dabei. Oh, guck mal, da ist ein Item. Hier waren jetzt so viele böse Gegner dabei, dass ich ehrlich gesagt lieber doppelt aufpasse. Genau. Nein, komm mal du mit deiner Armbrust hier. Zum Glück interessiert das den anderen einfach gar nicht, ne? Daneben. Okay, so funktioniert das schon mal nicht. Ich glaube, jetzt muss ich ran. Yes, das ging gut. Warum habe ich nicht mit einer Falle gerechnet? Kam der von unten oder oben? Wie komme ich aber dahin? Ich meine, der Schlüssel, dieser Schlüssel von dem Ausbrecher scheint ja für irgendein Fenster gewesen zu sein, stand da, ne? Ich guck nochmal kurz drauf, wir haben gerade ein bisschen Platz. Zeit, meine ich. Zum versperrten Fenster, aber ich habe da nirgends ein Fenster gesehen. Da sind nur Zellen, verdammt. Ziemlich dunkle Zellen. Naja. Aber wenigstens kommen jetzt nicht mehr... Du bist ein Mimik. Das sieht man. Ich gehe mal raus. Hier kann man, glaube ich... Wow! Kommt der auf einmal angesprungen, ne? Okay, kurze Ausdauer. Shit. Ach, come on. Alles bloß nicht dieser Greifen-Move darf kommen. Genau der. Wow, das war knapp. Au. Okay, der Move darf auch nicht kommen. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Am Moment, da ging es eh noch weiter. Und zack, jetzt war's das. Diese Mimics sind immer wieder anspruchsvoll, muss man ganz klar sagen. Eine Estus-Scherbe, sehr gut. Das gab mir einen neuen Estus-Flakon, ne? Hat den nicht verstehen. Auch Knochensplitter waren fürs Verstärken und die Estus-Scherbe für den Flakon. Warum ist denn dieses Ding nicht endlich zu Ende? Oh Gott, wie viele kommen denn da? Und was macht hier diesen Bösen? Der ist hinter der Tür, der diesen Bösen... Alter, wie viele kommen denn da noch? Will mich verarschen? Vor allem, was habt ihr für fette Hämmer? Ganz ruhig, Kumpel. So, Nummer 1. Alter, wie viele sind denn das? Sind das alles die großen Wächter hier? Wow, da kommt einer mit einer Armbrust. Gleich mal hier hinter verstecken. Wie so ein Feigling. Aber lieber Feigling und lebend als Held und tot, ne? Ich dachte eigentlich schon, dass ich es noch bis zu einem Bonfire schaffe, muss ich ganz klar sagen. Oh Gott, noch drei von denen, ne? Die haben es alle auf mich. Vier sind das noch. Wo kommen die denn alle her? Bonfire wäre inzwischen echt mal ein bisschen netter. Kommt doch mal her. Ich dachte, da war gerade was. Jetzt. Nein. Boah, geil. Blöde Reichweite. Ach, jetzt kommen die anderen auch noch, oder was? Ach, Leute.
Oh, der stirbt sogar direkt davon. Sehr gut. Ah, der nicht. Gut, so, jetzt du noch, Freundchen. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich hier rein will. Achso, geht gar nicht. Ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne erstmal ein Bonfire. Ich will jetzt nicht irgendwo runterfallen. Oh, da ist ja noch einer. Wie viele gibt es denn von euch? Ich meine, ihr seid nicht so schlimm wie die anderen. Zumindest da stehen noch mehr einfach. Ich kann hier runterklettern. Komme ich zumindest wieder hoch. Ich bleib trotzdem erstmal oben. Also ist ein bisschen übertrieben, wie viele das sind, oder? Seele. Hurra für Rollen, okay. Ich hatte nur die Nachricht gesehen. So, jetzt muss ich irgendwo runterfallen. Und ich weiß nicht, ich habe nicht mal den Hauch einer Ahnung, wo ich dann landen werde, um ehrlich zu sein. Das hier könnten alles... Okay. Könnten alles falsche Wände sein auch. Vor allem, weil ich da halt was höre. Es kann natürlich auch sein, dass ich da runter droppen muss. Und dann kommt da der Boss einfach. Und es ist nur den Boss, den ich die ganze Zeit schon höre. Kann man hier durchgucken? Ich glaube, ich nehme erstmal die Leiter, wenn möglich. Geht die auch bis unten? Jawohl. Da komme ich im Notfall wieder hoch. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Oh, guck mal. Das ist ein Riese, oder? Uhuhu. Muss ich jetzt echt gegen dich kämpfen? Okay, zu der Seite kann ich vergessen. Ich muss auf die andere Seite. Ich komme ja aber nicht an dem vorbei. Jetzt ein Save Point. Uhu. Oh, guck mal. Ach, shit. Ich komme halt nicht an dem vorbei, oder? Nee. Heißt, ich muss den echt verprügeln? Ich meine, ich könnte es ganz cheap machen und von hier die ganze Zeit mit Pfeilen schießen. Aber ich habe gar nicht mehr so viele. Habe ich noch Pfeile im Petto im Notfall? Ich muss ganz ehrlich sagen... Bloß noch Bolzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will ungern sterben jetzt. Geil. Deswegen glaube ich, laufe ich einfach. Juhu. Oder vielleicht erstmal ganz kurz zurück. Vielleicht ein Estes. Komm schon, trink Estes. Ah. Ganz ehrlich, ah. Jetzt soll ich den ganzen blöden Müll nochmal machen. Und das war wirklich viel. Also es ist wirklich ein bisschen widerlich, muss ich sagen. Das war wirklich nicht wenig, was man nochmal machen muss. Vor allem mit diesen ganzen blöden, nervigen Typen dazwischen. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder bei dem Riesen bin. Ich denke, man hätte durchlaufen sollen, aber der hat mich halt direkt immer getroffen. Geil, ne? Vielleicht hätte ich ihn auch einfach bekämpfen können. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich kämpfe mich nochmal vor bis zum Riesen. Bis dahin. Ciao.